Und jetzt bist du diejenige, die das Mikrofon möchte und du bist? Die Beate. Ja, Grundeinkommen, schön und gut. Aber letztendlich sieht es doch so aus. Jeder macht die Arbeit, die ihm Spaß macht. Das sollte so sein. Ob Männlein oder Weiblein. So, erster Fakt. Zweiter Fakt. Jede Arbeit sollte doch bitte schön gleiches wert sein. Da sollten keine Unterschiede gemacht werden. Weil ein Bäcker, der investiert seine Kraft und seine Fähigkeiten genauso wie der am Schreibtisch sitzt. Warum werden da Unterschiede gemacht? Das aber geht doch nicht. Die deutschen Soldaten in Afghanistan. So geht nicht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, diese Veränderung fängt im Kopf an. Zuerst im eigenen. Bei jedem. Und jeder sollte anfangen, als Erste vor seiner Tür zu kehren, bevor er den Besen nimmt und irgendwo anders hinwendet. Und anfängt da zu putzen. Weil putzen kann jeder. Und unsere Ressourcen, die wir haben, die sollten wir bitte schön sinnvoll nutzen. Und nicht darauf vertrauen, dass es in Ordnung ist, wenn wir 6 Liter Wasser die Klospülung runterjagen. Und uns gesagt wird, wenn wir das Wasser besser nutzen, wie ich das mache, das ist kriminell. Oder wenn ich sage, ich habe nur das Gerät am Stromnetz, was ich auch gerade wirklich nutze. Der Zug bitte aufschließen. Ja, wieso? Wenn der Stecker drin ist, bleibt der Strom zum Sitzen. Bitte aufschließen. Was?